Okay, wir machen weiter mit der nächsten Folge. Und ich habe hier mir auch die Liste für Constantino mal aufgeschrieben. Und da können wir mal gucken, was wir denn überhaupt schon haben. Feldknöterich muss man ja für permanente Tränke zumindest immer mit wegbrauen, sozusagen. Davon haben wir 6 Stück, können wir also schon mal wegstreichen. Wir haben zum Glück schon eine Drachenwurzel, die ist echt selten. Ein Snapperkraut haben wir zum Glück auch schon, das ist auch echt selten. Weidenbeere will er nicht haben. Feuerkraut, das haben wir auch nur einmal. Das will er auch haben. Feuernessel kriegt man ein bisschen häufiger. Will er aber auch haben. Haben wir nur einmal. Heilwurzel. Ja, kriegt man nicht so unendlich oft. Ist die beste Heilpflanze im Prinzip. Haben wir aber auch schon. Heilkraut ist ein bisschen häufiger. Haben wir auch schon. Goblinbeere als permanente Pflanze haben wir zum Glück auch schon. Heilpflanze ist sehr einfach zu bekommen. Haben wir 19 Mal. Laufwider will er nicht. Und mehr haben wir nicht. Ich sehe. Das heißt, Heilpflanzen haben wir alle. Und die Mana-Pflanzen, da fehlt uns noch eine Feuerwurzel. Und ein Grundstück fehlt uns noch. Sonst haben wir schon alles für ihn. Sehr cool. Okay. Und dann möchte ich euch schon mal zeigen, wegen der Diebesgilde, was da noch so passiert. Denn es müsste, glaube ich, jetzt der Wirt uns ansprechen. Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Na gut. Ich brauche Informationen. Wie sah der Kerl aus? Nun, ziemlich groß, dunkelhäutig und kräftig, aber keine Uniform. Irgendwie bedrohlich. Und sein Gesicht? Sein Gesicht? Als er mich angesehen hat, war ich froh, dass er nicht wegen mir gekommen ist. Es lag etwas Unheimliches in seinen Augen. Naja, ich denke, du solltest ihn aufsuchen. Wird bestimmt interessant. Ja, frag dich nur für wen. Ich hab was anderes gehört. Ja. Genau. Nagur oder wie der hieß, der ist nämlich jetzt weg. Glaubst du wirklich? Und stattdessen haben wir hier einen netten Herren, der uns jetzt sucht hinter dem Fischladen hier. Das ist doch alles nur er arbeitet auch den ganzen Tag. Hey, du! Immer wieder das Gleiche. Das weiß doch inzwischen jeder. Meinst du, mir geht es besser? Immer wieder das Gleiche. Schlimme Zeiten sind das. Das war doch schon vorher klar. Das ist ja interessant. Wenn man dann mal guckt. Das ist ja interessant. Ja, da steht auf einmal jetzt jemand. Attila heißt der schon. Ach so, Moment mal, wir wollten ja. Wir hatten noch 5 Lernpunkte übrig, ne? Und stehen kurz vor Stufe 4. Ich wollte nämlich, das hatte ich ja immer nicht so gesagt, aber ich wollte eigentlich noch Lernpunkte übrig behalten, damit wir Schlösser öffnen mal lernen können, um hier so ein bisschen was abzugreifen. Weil Gold ist halt immer ein bisschen Mangel und so weiter, ne? Und uns fehlen hier für 30 Schaden, ja, ein bisschen mehr, da fehlen uns noch. Ja, oder eben Zweihandwaffe, da fehlt uns eben noch, da fehlen uns noch 5 Stärke und dann, das machen wir jetzt einfach mal. Hey, du! Wir kriegen ja eh bald wieder 10 Lernpunkte. Ich will stärker werden. So.
So. Jetzt können wir nämlich das rostige Schwert benutzen. Und der Typ hier, der einen jetzt hier sucht. Wir können ja mal gucken, ob wir gegen den irgendwas machen können. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht unbedingt. Oder nur mit sehr häufig Neuladen. Ah, endlich. Aber EP immerhin. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Was willst du von mir? Ich bin hier, um dir ein paar Sachen zu erklären. Und danach werde ich dich töten. Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Ja, der war natürlich gut, ne? Was soll dieses Theater? Am Ende deiner Reise sollst du nicht unwissend sterben. Siehe es als die letzte Ehre eines Verurteilten. Wer bezahlt dich dafür? Meine Auftraggeber arbeiten im Verborgenen, genau wie ich. Eine Bedingung meines Vertrages ist, dass ich weder ihren Namen noch ihren Aufenthaltsort nenne. Ist doch egal. Du willst uns doch eh killen. Warum willst du mich töten? Nagur sitzt aufgrund deines Eingreifens hinter Gittern. Ein unverzeihlicher Fehler, wie manche meinen. Meine Auftraggeber sind nicht gerade erfreut darüber. Um zu verhindern, dass du noch einen weiteren Fehler machst, schicken sie mich. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Gut, haben wir es gerade schon in der Hand. Ich kann dir Gold zahlen. Viel Gold. Zwecklos. Deshalb bin ich nicht gekommen. Den einzigen Preis, den du zahlen wirst, ist dein Leben. Und zwar jetzt. Ja, der Typ ist halt nicht ohne. Oh. Zeig sie ihm! Oh, wir können es. Doch, wir können es schaffen. Hau drauf! Mach ihn fertig! Zeig sie ihm! Er da. Zeig sie ihm! Wir können es doch ganz gut schaffen, Leute. Hau drauf! Scheiße. Zeig sie ihm! Zeig sie ihm! Nein! Ah, verdammt, ich wollte ausweichen gerade. Hau drauf! Und da hören wir auch schon Viecher hinter der Mauer. Ach verdammt, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Soll ich mich denn noch alles machen? Hau drauf! Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht, wenn wir nicht ein bisschen Glück haben. Ah, verdammt. Ja, und bei dem wird man auch sofort umgehauen halt, ne? Aber ist okay. Ich wollte nämlich jetzt mal die... Ja, gut, die macht eigentlich dann weniger kritische Treffer halt, ne, hier. Okay, wir machen's mal. So. Und dann sagen wir jetzt mal das andere. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Schon geschehen. Gut. Dann mach dich bereit für deinen letzten Kampf. Ah, wir ziehen ihm halt... Wow. Okay, wow. Oh. Ein einziger Schlag. Es gibt auch einen kleinen Trick. Man kann abhauen. Er hat halt eine Armbrust, auch eine tolle, ne? Aber man kann tatsächlich abhauen und wenn man dann ins Wasser springt und ein bisschen rumschwimmt, ne, er versucht hierher zu kommen und ein bisschen später dann hierher kommt, dann liegt er hier einfach tot. Ah. Was willst du? Also das geht auch, das habe ich früher immer gemacht. Und dann, ja gut, dann gibt es halt keine EP dafür, ne? Ich kann dir Gold zahlen. Zweck. Okay, wir können ja an der Stelle mal nochmal speichern. Verdammt. Hau drauf! Hau drauf! Ah.
wird mal versuchen, so ein bisschen wegzukommen, um dann mal so einen Feuerball oder so zu machen. Okay, Feuerpfeil. Licht. Feuerball. Mein Mann sieht das anders. Ah, verdammt. Da ist er mit aufs Dach gekommen. Okay, jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Vergessen. Ah, sehr schön. Ah, verdammt. Ein Kampf. Okay, er kommt ziemlich schnell hinterher. Aber immerhin hing er halt kurz fest. Mach ihn fertig! Ja, weil der hielt einen wirklich schnell. Ah, scheiße, 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 scheiße. Den soll man halt auch gar nicht so schnell besiegen halt eigentlich, ne? Ah. Ja, ich glaube, das dauert jetzt irgendwie richtig lange, bis wir es mal irgendwann schaffen. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach mal so. Der wird ja jetzt eh stehen bleiben eigentlich. Und wir wissen über ihn, dass er wohl gefährlich ist und wir haben ihn gesehen. Wir kümmern uns da später nochmal drum. Genau, aber ich wollte euch das schon mal gezeigt haben und ich wusste auch nicht mehr, ob wir das jetzt irgendwie schon schaffen können oder nicht. Okay, wir müssen mal gucken. Eine große Herausforderung. Okay, ein Ork. Stimmt, der Segen der Götter, das können wir mal machen. Das ist ja kein Problem. Da können wir jetzt locker zu Watras. Und dann noch zu dem Feuermagier. Ich glaube, der will dann auch eine Spende haben. Das war doch klar. So, Matteo hatte uns schon seine Zustimmung gegeben. Konstantino wollte die Kräuter haben. Ah, das war das Zeichen, dass wieder ein Video fertiggestellt ist. Aber sah, dass so nichts sein konnte. Hey, du! Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Gut. Dann machen wir das doch gleich. Ja, immerhin haben wir schon mal so eine Rüstung, die uns ein bisschen was bringt. Und es wird noch viel schlimmer. Gegen das Nötigste. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Er erzählt alles weiter. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja. Hier müssen wir dann wirklich jetzt mal spenden. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Er arbeitet auch den ganzen Tag.
Das ist so geil. Er macht da das so einen riesen Trara und will Geld haben und immerhin 50 nur. Aber das weißt du, dann sagt er so einen Satz und fertig. Man kann aber auch noch weiter bei ihm spenden und das bringt dann tatsächlich auch was. Er sollte lieber den Mund halten. Aber das machen wir dann mal, wenn wir ein bisschen mehr Gold haben. Das habe ich schon immer gesagt. Erstmal wollen wir natürlich bei Matteo, vielleicht sogar Schlösser knacken lernen oder sowas. Und akzeptiert werden als vertrauenswürdige Person. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Inos... Das mit dem Ort kann man eigentlich auch relativ schnell regeln. Aber gut, wir gucken mal. Hey, du! Ich habe Matteo gesagt, glaube ich, ne? Torben, genau. Mit Torben ging es ja um den Segen. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Sehr schön. Was ich jetzt nicht genau weiß, ob man tatsächlich sich den Segen Innos auch woanders herholen kann. Also im Kloster oder es gibt, glaube ich, auch irgendwo so ein Wegschrein, wo auch noch ein Innos-Magier steht. Oder vielleicht sogar bei, wobei bei Milton, das wäre dann viel zu weit im Spiel weiter, weiter später. Na gut. Aber klar, ne? Also immer wenn ihr irgendwas wisst, könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Gritas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Boah. Gut, aber da führt kein Weg dran vorbei. Gut, hier sind die 200 Goldstücke. Das Geld wird mir sehr helfen. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Und ich glaube, genau, hier gibt es auch nur einfach eine Stufe des Schlösserknackens, meine ich. Und wir haben genau die 10, also das machen wir jetzt auch. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Ach, genau. Beim ersten Teil haben sie Stufe 1 und 2 gemacht. Und ich habe da ja damals nur Stufe 1 gelernt, weil da hatte man dann, glaube ich, eine 50-50-Chance, ob einer abbricht oder nicht, wenn man in die falsche Richtung geht mit dem Dietrich. Und bei Stufe 2 waren es, glaube ich, dann 90%, dass man, also 10%, andersrum 10%, dass es dann mal abbricht. Und da hatte ich noch gesagt, dass ich diese ganzen Lernpunkte nicht ausgebe, weil so viel, wie wir dann bekommen an Dietrichen und so weiter, ist es halt irrelevant und genauso war es auch. Und hier gibt es einfach nur die normale Stufe, aber mit mehr Geschick brechen die auch weniger ab. Also Geschick und Diebe und so, das ist wieder alles verbunden, das haben sie hier gut gemacht. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Er hat wieder 5 dazu bekommen. Sehr schön. Stimmt, wir können das Kurzschwert der Miliz jetzt verkaufen, ist aber leider sehr billig. Die 5 Dietriche, die er wieder hat, die hole ich mir mal. Ich glaube, Wasser braucht man, glaube ich, auch nicht so richtig im Spiel. Ich weiß nicht, ob man irgendwann Wein noch braucht. Es ist alles ein bisschen blöd zu verkaufen jetzt, finde ich. Na gut. Ja, bei Perks steht jetzt... Schlösser öffnen steht da oben. Haben wir gelernt. Taschendiebstahl gibt es auch noch. Und ja, Schleichen. Aber Lernpunkte haben wir halt nicht mehr. Wie viele Dietriche haben wir eigentlich?
20. Okay, das ist schon mal super. Wir müssen mal gucken, was wir überhaupt jetzt nochmal machen könnten. Die Pflanzen, okay, da müssten wir rausgehen. An die eine Stelle beim Osthof vielleicht. Da kriegen wir, glaube ich, die restlichen Pflanzen für ihn. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihm das völlig egal ist, wenn man woanders anfängt, ob er dann einfach Ja sagt. Und wenn man dann bei ihm anfangen will, dass nur dann man diese Pflanzen braucht. So, große Herausforderung, das ist das mit dem Ork, das könnte man auch machen an sich. Ah, ich glaube, die nächsten 10 Lernpunkte würde ich tatsächlich für Schleichen und für Felle, wegen der Wolfsfelle und so hier. Und dann können wir auch mit dem ehemaligen Lehrling von Bossbar rausgehen. Ah, dazu brauchen wir halt noch eine Stufe wieder, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob die ganzen Quests jetzt weg wären, wie gesagt, wenn man wirklich den schnelleren Weg zur Milizzeit geht. Die Lieferung, dafür müssen wir auch raus. Ja, weil wenn man halt lange genug in der Stadt ist, ne, irgendwann muss man halt natürlich auch raus. Affenhändler Joe. Ja, so langsam müssen wir halt wirklich mal raus. Aber wir können ja mal irgendwo versuchen, eine Truhe zu knacken. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Hier vielleicht bei ihm. Ihn interessiert das ja immer nicht so. So. Okay, links war schon mal richtig. Nochmal links war richtig. Rechts war richtig. Und rechts. Okay, ist eine Truhe, die mehr als 4 Dinger zählt. Links, links, rechts, rechts. Okay. An der Stelle, für die, die es jetzt nicht wissen, ne, also das funktioniert hier so, einfach Pfeiltaste links, rechts, immer gucken, ob das stimmt. Wenn nicht, dann kommt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Dietrich abbricht. Und mit weniger Geschick hier in diesem zweiten Teil der Reihe ist es eben auch blöder, ne? Okay, dann nochmal links und rechts. Okay, es war eine 6er-Truhe. Und wir haben keinen Dietrich verloren. Und noch eine Karte von Corinnes. Sehr cool. Hat er noch eine Truhe? Nö. Zeig mir deine Karten. Es gibt doch nur noch mehr. Also. Sehr schön. Wir können ihm dann eine Karte selbst verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, hier. Gut, Skip hat mir die Stelle markiert, wo ich den Kopf der Banditen Dexter finden kann. Da kannst du ja nichts dran ändern. Ja, gut. Wir brauchen ja nur die eine Karte, ne? Da ist dann auch der Turm umkreist, also. Wird sich das jemals ändern? Dann verkaufen wir ihm seine eigene Karte nochmal. Als ob ich nicht schon bin. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Gar nicht mehr, wenn man noch glauben kann. So, ein bisschen Gold verdient. Hey! Mal gucken, ob wir ihm so irgendwas Neues sagen können. Nein. Okay. Ja, wir könnten natürlich auch mit... wir könnten uns mal zum Kloster führen lassen oder so. Ah, aber das ist halt alles... Es wäre halt cool, wenn man in der Wildnis dann auf dem Weg dann auch schon mal wegen Wölfen oder so, dass man denen dann auch wirklich... Soll ich mich denn noch alles kümmern? Denen wirklich was abnehmen kann halt, ne? Das ist mal wieder typisch. Okay, das ist halt jetzt gerade das Blöde. Ach, erzähl mir nicht sowas. Achso, wir können ja nochmal mit dem Fischer Farim da hinten reden. Vielleicht ist nochmal wegen der Miliz irgendwas. Dieser Martin wollte ihm ja eigentlich helfen. Hey, du! Ja, gut. Wobei, kann sein, dass er jetzt irgendwas sagt, hey, wenn wir das Altbekannte hier sagen, aber ich glaube nicht. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, gut.
Wieder die Stimme von Diego. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen eigentlich erstmal die Sache mit dem Ork. Wir können natürlich auch mal zu dem Hof von diesem Alrik. Quatsch. Nee, wie hieß der Bauer? Akil, genau. Er hat auf die falschen Leute gehört. Er erzählt alles weiter. Genau, wir müssen zum Osttor. Eigentlich kriegt ja hier der Geldverleiher auch noch Geld von uns zurück, ne? Und wir hätten es auch gerade so. 120 Gold würde er kriegen. Ja, aber das lassen wir dann erstmal, ne? Er wollte zwar am nächsten Tag das Geld zurück, aber naja. Achso, wir können ja mal gucken, ob hier jetzt jemand vielleicht nicht bemerkt, dass wir hier reingehen. Was hast du hier zu suchen? Du hast hier nichts zu suchen. Na, hat er hier überhaupt eine Truhe? Ja. Okay. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Wenn man die halt umhaut, dann muss man halt auch später Strafe zahlen. Okay, dann gehen wir also nochmal, ja, wobei Richtung Ork. Wir können auch sowieso da mal, da wo diese Kräuter sind, ein bisschen rumsuchen. Wie Konstantino auch. Wie steht's? Geh weiter! Ich bin im Dienst! Weitergehen! Ja, und hier steht noch jemand extra. Hey, hey! Nicht so schnell! Alleine hier draußen herumzuspazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Naja, jetzt stimmt es eigentlich, ne? Wir kommen aus der Stadt gerade. Aus der Stadt? So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Naja gut, das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Ja, ich weiß gar nicht. Hier geht's zum Leuchtturm. Da geht's zur Taverne. Hey! Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Au. Au. Den können wir, glaube ich, mitnehmen zu Akil. Das ist cool. Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Das bildest du dir sicher bloß ein. Okay, dann laufen wir jetzt mal wieder ein bisschen durch die Wildnis hier. Und zack, gleich Dunkelpilze, die wir finden. Ach stimmt, Viecher bringen ja auch... Ah. Au, 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 au. Eieiei. Wir können gegen Blutfliegen schon was machen, aber wir machen denen gar nicht so viel Schaden. Und wir haben halt nur 20% kritische Trefferchance. Verdammt. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nichts zu holen. Ah, zum Glück haben wir die EP gekriegt, die brauchen wir nämlich dringend. Dunkelpilze fressen ist auch sehr wichtig.
Im Moment können wir uns durch Nahrung noch ganz gut hier versorgen. Und wir merken, die Rüstung bringt auch echt was. Nichts zu holen. Oh, Moment. Feuerkraut. Muss ich mal auf meine Liste gucken? Okay, haben wir schon. Feuerwurzel brauchen wir. Oh, da ist sie. Feuerwurzel. Streiche ich mal direkt durch. Also wir brauchen tatsächlich nur noch Kronstöckel für den guten Konstantino. Aber wir sammeln natürlich alles ein hier. So, hier ist nichts mehr. Oh, 18.15 Uhr ist es hier schon. Wobei, wir haben ja den Lichtzauber eigentlich. Gut, hier hätten wir nochmal Heilkraut gekriegt und Heilwurzel. Das ist natürlich auch irgendwie Absicht, ne? Dass man hier jetzt diese Sachen kriegt. Hier Feuernessel haben wir zum Glück alles schon. Damit man halt für Konstantino hier so ein bisschen sammeln kann halt, ne? Okay, Ratten. Okay, rostige Axt kennen wir schon. Ah, ein Pfeil noch. Hier ist irgendeiner draufgegangen oder mehrere. Okay, aber jetzt dürften wir gegen Ratten eigentlich schon besser gewinnen. Ja, die weichen aber auch immer scheiße aus. Das waren die 20% kritische Trefferchance. Na komm. Oh, da ist sogar noch eine Fleischpflanze. Die gibt's auch noch. Oh, wir haben sogar nur halben Schaden gemacht gegen die. Lustig. Da lebt auch noch eine. Das ist echt arm. Nur halben Schaden gegen der Fleischpflanze. Okay, von den... Ich weiß gar nicht, man kriegt, glaube ich, sogar Rattenfell von den Ratten. Ah, und da haben wir auch mal ein Mole Rat. Da hinten so ein Nacktmulch. Wobei, wir können ja eigentlich mit dem Bogen, glaube ich, auch halbwegs Schaden machen. Oh yes. Das erleichtert das Kämpfen halt durchaus. Ja, wie gesagt, ne, wenn man sich jetzt hier auf den Bogen spezialisieren würde, das würde schon durchaus was bringen. Oh, scheiße. Das macht gar nicht so viel Schaden gegen die. Ach du Scheiße. Au, die hat stark. Krass. Ich glaube, die geben sowieso nichts anderes als rohes Fleisch. Auch noch ein Kronstückel. Ah, jetzt hängen wir hier wieder fest. So. Da war ich. Oh, oh, hier ist noch. Nee, Blauflieder nur, okay. Oh, Moment mal. Eine Höhle? Ratten, okay. Okay.
Hey, ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr, was in dieser Höhle jetzt ist. Ich wittere aber Schlimmes. Oder geht sogar noch in eine andere Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Leichte Ork-Axt. Okay, das hatte ich jetzt hier überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Geil. 70 Stärke und die macht nur 50 Schaden. Das ist echt schlecht. Moment. Oh, ich weiß nicht, ob da hinten... Da ist, glaube ich, hoffentlich kein Ork. Ich mach dich fertig. Oh. Jetzt bist du dran. Oh, scheiße. Banditen. Ich glaube, das überleben wir nicht. Oh, scheiße. Der hat sogar einen Dieb. Das war's für dich, wow. Penner. Ach, nee. Aber wir haben immerhin eine Ork-Axt bekommen. Oh, mein Gott. Das ist ja wirklich... Okay, da sitzt noch ein zweiter. Mit der normalen Waffe. Das ist ja echt schwierig. Wir haben noch einen Feuerfall. Oh ja, das... Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Das Goblin-Skelett könnten wir mal beschwören. Hier ist das auch, hier geht es ein bisschen schneller mit dem Beschwören. Was? Moment. Die haben das Ding platt gemacht? Okay, da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal neu laden. Das war mir jetzt gerade so komisch. Na komm. 20%, ne? Die sind einfach zu wenig. Aber wir haben sie gerade erwischt. Ja. Oh ja. Nochmal extra schnell speichern. Man hofft halt so richtig auf diese 20%. Das ist echt cool. Heilung. Silberner Ring. Degen. Da ist nichts zu plündern. Okay, schwerer Ast. Noch eine rostige Axt, die in der Tür steckte. Okay. Aber da ist doch noch einer gewesen. Da hinten. Oh, wegen dem Goblin-Skelett wahrscheinlich. Oh, aber er steckt fest. Ah, scheiße. Aber vielleicht können wir an ihm mal den einen Pfeil austesten. Hier. Moment mal. Wie kann man denn diesen Pfeil auswählen? Dazu müssen wir aber auch treffen. Oh, das Gift hat getroffen. Oh. Okay, das Gift war ja richtig heftig. Wow, das hilft uns echt weiter. Wow, das war richtig gut. Okay, ein Hering, der bringt 20 Leben sogar. Ein bisschen Gold.
Wo haben wir denn die Fackeln? Weißer Rum, den kriegen die doch von den Piraten eigentlich. Warte mal, hatte der jetzt einen schweren Ast nur? Ich glaube ja, ne? Nicht, dass der Degen, den er hatte, der teure Degen, dass der in der Wand irgendwie ist. Das wäre nicht so schön. Okay, Pfeile sind im Moment auch für uns noch sehr gut, wenn wir die kriegen. Okay, hier geht's noch weiter. Nee, Moment, hier sind wir hergekommen, ne? Nichts zu holen. Beschworenes Skelett. Ja gut, Goblin-Skelett halt, ne? Eine Ratte noch? Nichts zu holen. Ach, wie geil. Das ist keine Paladin-Statue da vorne. Wow. Das wusste ich gar nicht mehr so genau. Okay, ich weiß nicht, kriegt man hier Schaden? Ich glaube aber nicht. Ah, okay, da ist schon ein Skelett. Da sind schon Pfeile irgendwie da ist schon jemand in die Fallen reingelaufen. Das ist hier ein kleiner orkischer Kultplatz oder so. Knochen eines Skeletts. Nichts zu holen. Deswegen war hier auch eine Ork-Waffe. Nichts zu holen. Okay, hier haben sich Banditen eingenistet. Da ist nichts zu plündern. Ich hatte ja gesagt, dass ich durchaus noch eine Möglichkeit kenne, dass wir an eine Ork-Waffe kommen. Aber ich hatte diese Höhle jetzt ehrlich gesagt da nicht mehr auf dem Schirm. Okay, was ist denn das jetzt hier noch? Insofern, ne, also auch für mich ist es immer noch mal ein bisschen wieder überraschend, weil ich habe halt vom ersten Teil alles Mögliche im Kopf. Vom zweiten habe ich vieles im Kopf, aber einige Details eben nicht so sehr. Und beim dritten Teil habe ich dann, ich glaube, auch wieder alles Mögliche im Kopf, weil ich habe den dritten Teil einfach damals in so einer gewissen Phase sehr, sehr häufig gespielt. Gut. Ich glaube, wir... Oh, hier ist noch ein Pfeil oder was? Ah ja. Oh, noch ein Pfeil. Cool. Nichts zu plündern. Okay. Nichts zu holen. Ich würde mal sagen, nach diesem netten Erfolg mit der leichten Ork-Axt machen wir mal an der Stelle den Cut und ja, nächstes Mal untersuchen wir noch den Rest von diesem ja, kleinen Waldabschnitt, nenne ich es mal, vor der Höhle. Und vielleicht kriegen wir ja noch Kronstöckel irgendwie und naja, dann könnten wir immerhin, wenn wir Kronstöckel finden, für Constantino schon alles haben und für Harad den Schmied auch. Für Matteo haben wir ja schon. Ja gut, die Wolfsfälle für Bospa. Gut. Ja, das geht halt noch nicht, ne? Da brauchen wir fast 2000 Erfahrungen noch. Na gut. Okay. Dann erstmal wieder bis hierher und bis dann.